Er empfindet seine Krankheit als tickende Zeitbombe. Also es fühlt sich an, als würde ein Bunsenbrenner von innen eine immer stärkere Flamme bilden, bis es dann irgendwann unerträglich wird. Ich bin Benjamin Meyer, 29 Jahre alt und leider an Sodbrennen. Er hat Reflux, mindestens jeden zweiten Tag. Dabei schießen ihm ätzende Magensäure oder sogar der ganze Mageninhalt die Speiseröhre hoch, manchmal bis in den Mund. Das passiert, weil der Übergang zwischen Speiseröhre und Magen nicht mehr richtig schließt. Die Säureattacken sind gefährlich. Sie verätzen und zerstören die zarte Schleimhaut in der Speiseröhre. Symptome sind brennende Schmerzen hinter dem Brustbein, die von unten nach oben ausstrahlen, Schluckbeschwerden, Luftaufstoßen und Reizhusten. Für mich war es halt auch schlimm zu hören von meinem Arzt, dass man daran nichts ändern kann und man quasi sein Leben lang Tabletten nehmen soll. Von Ernährungsdoc Matthias Riedel erhofft er sich einen anderen Weg. Ohne Tabletten, ohne Nebenwirkungen. Erinnert Sie das an was? Ja, das kenne ich. Das kommt mir sehr bekannt vor. Der Arzt demonstriert, wie die ätzende Säure aus dem Magen bis in die Speiseröhre hochschießt. Dann macht das Ihre Speiseröhre, die Schleimhaut der Speiseröhre, nachdrücklich kaputt. Und das tut weh. Ja. Wie häufig haben Sie das? Das habe ich oft in Stresssituationen und auch wenn ich liege, meistens nachts. Ursache dafür ist ein Defekt im Schließmechanismus zwischen Magen und Speiseröhre. Und der wird auch durch die Ernährung beeinflusst. Also ich ernähre mich hauptsächlich fast immer nur unterwegs, weil ich halt selten zu Hause bin. Und dann sind das meistens Imbiss, irgendwelche Schnellrestaurants. Ne? Und hier ist es dann vielleicht mal eine Tiefkühlpizza oder irgendwelche Tütengerichte, was ich gerade da habe. Ja, prostlos. Und dann schlägt die Magensäure zu. Das kommt von einer Sekunde auf die andere. Wie so ein Vulkan, der quasi ausbricht. Ne? Das brodelt ganz kurz im Bauch und dann geht's schon los. Mit Bullrichsalz, also Natron, versucht er, das akute Brennen zu lindern. Es hilft zwar für einen kurzen Moment, kurbelt die Säureproduktion aber erst richtig an. Selbst Säureblocker wirken bei ihm nicht immer zuverlässig. Oft kann der Berliner einfach nicht so, wie er will. Zum Beispiel, wenn er Probe hat. Also die Band ist für mich quasi meine zweite Familie und das ist für mich auch eines der wichtigsten Projekte, die ich habe. Und wenn das Sodbrennen schon so intensiv ist, dass ich das absagen muss, dann spricht man da schon von einem Ernstfall. Wie man sieht, brauchen Sie Ihre Stimme, ne? Ja. Häufiges Sodbrennen kann die Stimme kaputt machen. Die Magensäure greift Kehlkopf und Stimmbänder an. Und dann können Sie heiser werden. Das wäre für Sie ein No-Go. Genau, das wäre nicht gut. Sein Sodbrennen kann aber noch zu viel Schlimmerem führen, zeigt die Magenspiegelung eines anderen Patienten. Und da, wo so weißlich dunkelrote Stellen sind, da sehen Sie den Kampf der Speiseröhre gegen die Magensäure. Da wird sie angedaut und da finden fortwährend Entzündungsprozesse statt. Das Bittere, diese chronischen Entzündungszustände, die haben ein hohes Risiko, sich später in Krebs zu entwickeln. Oje. Speiseröhrenkrebs. Und mit welchen Nahrungsmitteln wir diese chronische Entzündung stoppen oder vielleicht sogar heilen können, das zeigen wir Ihnen. Okay. Benny fängt bei Null an, was sein Essen betrifft. Das will Ernährungsdoc Anne Fleck ihm klar machen. Herr Meyer, wenn Ihr Magen das falsche Essen bekommt, dann passiert Folgendes. Ich zeige Ihnen das mal symbolisch mit diesem kleinen Zuckerwürfel.
Ihre Magensäure legt richtig los. Das fühlt man. Jetzt natürlich die spannende Frage, was ist das Falsche? All das ist falsch. Fett? Weizen? Zucker? Saures, scharfes, stark gewürztes und Kohlensäure. Also das Weizen zum Beispiel, was man ja fast überall drin hat, ne? Dass das so auch das Sodbrennen fördert, das habe ich jetzt nicht so gewusst. So. Ja, sieht quasi aus wie bei mir zu Hause, ne? In der Küche. Oder wenn ich halt unterwegs bin. Das haben Sie auch an 6 Tagen gegessen. Ja. Ich habe hier ein paar Piekser und bitte Sie mal, in die Lebensmittel zu stechen, die vielleicht nicht das Richtige waren. Die hier zum Beispiel. Was vermuten Sie da drin? Allein durch die Salami ist schon stark Gewürztes mit dabei. Zucker wird auch sehr viel mit drin sein. Weizen, Fett. Essen Sie das häufig? Ja. Leibgericht. Ja, ich bin halt viel unterwegs. Und weiter ein Döner. Auch hier wieder, würde ich sagen, viel Weizen, Säure, Zucker, Fett. Fällt Ihnen was auf? Es ist ganz häufig auch die Mischung. Ja. Ob in Würstchen, Spaghetti oder Kuchen, alles, was Benny gegessen hat, ist schlecht bei Sodbrennen. Der Musiker braucht Eiweiß, Ballaststoffe und hochwertige Öle. Tipps für geeignete Lebensmittel und Rezepte bei Sodbrennen gibt es bei den Ernährungsdocs im Internet. Sie sind ja viel unterwegs, deswegen sollten Sie sich jetzt immer was mitnehmen. To go sozusagen. Mhm. Einen Buttermilchshake mit Banane, Mango und einem Schuss Öl. Probieren Sie mal. Also ich bin überrascht von dem Geschmack, sage ich mal. Weil mit Buttermilch habe ich eigentlich keine guten Erfahrungen. Ist eigentlich überhaupt nicht mein Geschmack, aber durch die Mischung, doch, kann man es trinken. Können Sie sich mit anfreunden? Jo. Und dann habe ich noch was für Sie, für den Notfall, wenn es brennt, quasi als Feuerlöscher. Okay, was genau ist das? Goldleinsamen. Einen Esslöffel davon soll Benny in 150 Milliliter Wasser quellen lassen. Die schleimige Flüssigkeit neutralisiert die Magensäure und schützt die Schleimhaut. Bei Benjamin Meyer ist viel Luft nach oben und das ist seine Chance. Ob er das in seinem unregelmäßigen Tagesablauf aber umgesetzt bekommt, da bin ich mir nicht so sicher. Benjamin Meyer zieht Zwischenbilanz. Eine Art Tagebuch. Was hat er seit seiner Beratung bei den Ernährungsdocs verändert? Was hilft gegen sein gefährliches Sodbrennen, was nicht? Mein Einkauf war früher immer sehr übersichtlich. Tiefkühlpizza, Bier, Limonade, Fertiggerichte. Jetzt kaufe ich Eier, Vollkornbrot, Gemüse. Aber nicht immer kann ich mich daran halten. Oft ist es die Zeit, die mich daran hindert. Ich hatte oft Wochen, an denen ich tatsächlich nur zum Schlafen zu Hause war. Aber es gibt einiges, was ich trotzdem ändern konnte. So, ihr könnt da mal gucken, was ich jetzt mittlerweile immer so verspeise. Es gibt jetzt halt nur noch Vollkornbrot und dazu so eine Putenbrust, Geflügel, ne? Möglichst wenig Schweinefleisch. Also das konnte ich echt ganz schnell umsetzen, das war echt nicht schwer. Okay, ich soll ja viel Eiweiß zu mir nehmen, ne? Also gibt es heute spezielles Rührei. Ich mische mir dann immer Mozzarella damit. Jetzt kommt das hier alles drin. Zack. Ja, und dann eigentlich nur noch ab auf den Teller und ab in den Magen und guten Appetit. Ich krieg's nicht immer hin. Ich krieg's
tatsächlich nicht immer hin. Manchmal habe ich auch in einer Woche dann mal was ganz anderes gegessen, was ich halt nicht mehr essen sollte. Und das merkt man dann halt auch. Das wirkt sich sofort auf meinen Magen aus und das, dann verfluche ich mich dafür ja auch selber. War aber früher schlimmer. So, die Sache mit den Shakes. So, Mango nehme ich immer ganz komplett. Kommt da einmal so mit rein. Dann die Buttermilch. Dann die Dinkelflocken hinterher. Zack. Und dann wird der ganze Kram gemischt. Ja, das ist halt immer viel Arbeit, was ich aber halt trotzdem immer jeden Morgen zu mir nehme. Das sind halt diese Leinsamen im Wasser. Die quelle ich dann da drin auf und dann trinke ich das. Konsequent bleiben, das merkt Benny selbst, ist seine größte Schwierigkeit. Er ist gespannt, was die Ernährungsdocs sagen werden. Drei Monate später, Benny kommt auf das Praxisboot zum Abschlussgespräch. Herr Meier, was macht das Sodbrennen? Ja, es hat sich auf jeden Fall gebessert. Wenn ich darauf achte, was ich esse, dann ist es super, dann geht's mir gut. Wann ist es schlechter? Na, schlechter wird's, wenn ich wieder in diesen Trott zurückfalle, wo ich dann halt tatsächlich wieder zu irgendwelchen Fastfood-Buden renne. Aber es kommt nicht mehr so schnell. Es hängt also doch deutlich damit zusammen, wie konsequent Sie sind. Ja, es liegt, also ich habe es im Endeffekt in der Hand. Können Sie uns mal zeigen, um wie viel Prozent es besser geworden ist? Ja, das kann ich. Um 80%. 80%, super. Achso, großartig, oder? Ja. Ziel seiner Ernährungsumstellung war auch, die Säureblocker zu reduzieren. Hat das geklappt? Ich habe ja früher immer Pantoprazol genommen und die habe ich jetzt seit 2 Monaten schon nicht mehr gekauft. Das ist ja beeindruckend. Sie haben Ihr Ziel schon fast erreicht und Sie wissen genau, was Sie tun müssen, um noch besser zu werden. Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Sie müssen dabei bleiben, die gesundheitlichen langfristigen Folgen sind doch zu gravierend. Ja, daran arbeite ich. Ich muss die Prioritäten höher setzen bei dem Thema und das werde ich auch definitiv umsetzen. Ich weiß nur noch nicht, wie schnell ich das hinkriege.